Und weiter geht's in galaktischer Schieflage mit unserem guten Freund Galactus. Und wir haben uns hier einen Computer gebaut, wo wir bestimmt irgendwelche tollen Minigames lösen müssen. Achso. Falsch. So. Aha, ja, ach so, ja. Dann oben das Rote. Genau. Und so. Wieder ein total schweres Minigame gelöst. So besiegt man Superschurken, die versuchen, die Erde zu fressen. Und ich will ihn einfach nur schnell besiegen, einfach nur deswegen, dass er endlich aufhört, diese sinnlosen Sprüche zu klopfen. Ganz ehrlich. Der ist so groß und bestimmt so weise und so mächtig. Ja, jetzt gehe ich gleich drauf. Nee, doch nicht. Haha. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. So, ja. Und jetzt? Er lässt nicht los. Ach, das Portal. Das Portal. Team 4, ihr seid jetzt gefragt. Sorgt dafür, dass er loslässt. Oh, Storm, Cyclops, Dr. Doom und Magneto. Jetzt können wir endlich mal die magnetischen Kräfte von Magneto einsetzen. So. Du wirst geblitzt, Dings, Digga. Du wirst richtig geblitzt, Dings, in deine Fresse rein. Boah. Der kann bestimmt 10 Zigaretten auf einmal rauchen. Lecker. Ah, so eine simple Idee. Aha. Hoffentlich funktioniert sie auch. Eine Schale. Oh, toll. Habt ihr toll gemacht. Achso, geht noch weiter. Lecker. Geht noch weiter. Euer Ende. Was wird es denn, wenn es fertig ist? Ein Todesstern vielleicht. Aber einen Todesstern würde ich mir echt wünschen. Oh nein, Stanley! Wie bist du nur hier reingekommen, euer ey? Widerstand kurbelt meinen Appetit. Du armer Kerl. Ja, und jetzt? Cyclops vielleicht? Oh nein, ein Plasmaball. Ach ja, hier kann ich schmelzen. 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 Muss ich das auch noch schmelzen? Ja, so wie es ausschaut schon. Dum, dum, dum. Ach, eine Mini-Erde. Eine Mini-Erde. Ist sie nicht süß? Oh, nicht schon wieder inhalieren, ey. Nicht auf Lunge rauchen. Puffen ist okay, aber auf Lunge wird nicht geraucht. Weißt nicht, dass das schädlich ist? Du könntest intergalaktischen Krebs kriegen, Mann! Intergalaktische Lungenkrebs. Stell dir mal vor, was du dann aushustest. Intergalaktische Lungenschleim. Und das will wirklich niemand. Das will echt so wirklich niemand. So. Wir bauen eine neue Welt auf. Ah. Lecker Kuchen. Yeah. Finde ich witzig. Werde ich gleich erklären. Falls es euch noch nicht selber aufgefallen ist. Du bist ein böser, böser, raumkrümmender Würfel. Aber ich wette, wir könnten jede Menge Spaß miteinander haben. Den nehme ich, danke. Können wir nicht darüber reden? Nein, ich wette, du schmeckst frisch und nach Minze. Ich brauche eine Gaumenfreude.
Okay. Witzig aus dem Grund, weil es Thor ist ja der Einzige, der Thors Hammer aufheben kann. Aber da Hulk ja so stark ist und Thor hochheben kann, während er Thors Hammer hält. Ja? Seht ihr, was ich meine? Die Diskussion wurde, glaube ich, auch bei The Big Bang Theory mal angerissen. Und ja, finde ich toll, dass die sowas einbauen hier. Also es ist möglich, dass auch Hulk indirekt Thors Hammer anscheinend benutzt. Das wurde gerade bewiesen. Quod erat demonstrandum. Wollte ich nur mal sagen, fand ich witzig. So, Geschichte beenden. Ich glaube, wir sind am Ende mit den Lego Marvel Super Heroes. Und jetzt schauen wir uns mal den Abspann an. Zeit, dass du den Arm des Gesetzes spürst. Erinnerst du dich an unsere Abmachung, Fury? Ja, ihr kriegt einen Vorsprung, während die Guten bis 30 zählen. Das ist die Abmachung? Hulk, fang an zu zählen. 1, 2, 3. Ja, keine schlechte Abmachung. Auch wenn ich denke, dass... Die Zeit läuft. 3, 3, 3. Hier, bitte, Surfer. Wir haben es mit Hilfe der kosmischen Steine rekonstruiert. Ich nutze es, um Galactus aufzuspüren und schicke ihn dann weit weg von der Erde. Reitet die kosmischen Wellen, mein Freund! Die Welt ist wieder sicher und die Helden haben den Tag gerettet. Und genau so, True Believer, soll ein Ende sein. Ach, und das war's auch schon. Und die Credit Roll. Traveler's Tale, der Entwickler. Vielen Dank an die Jungs für dieses herrliche Spiel. Hat wirklich Spaß gemacht. Muss wirklich schwer sein, sich in jedes Spiel so krass reinzufuchsen. Ich meine, die ganzen Anspielungen und alles. Da sieht man auch, dass die Jungs wirklich Fans sind und sich auch mit der jeweiligen Materie auskennen. Also super. Ja, und ich sag danke zu euch fürs Zuschauen. Ein paar von euch werden wahrscheinlich bis zum Ende durchgehalten haben, von der ersten Folge angeguckt haben. Und ja, euch ein ganz, ganz herzliches Danke. Lasst doch mal einen Daumen hoch da oder kommentiert mal oder was auch immer. Traut euch ruhig. Ich beiße nicht. Nee, finde ich super, dass ihr zugeschaut habt. Hat mir Spaß gemacht, das Spiel mit euch zu erleben. Und ich würde sagen, wir lehnen uns jetzt zurück und betrachten noch etwas den wunderschönen Abspann von Lego Marvel Super Heroes. Ist ja quasi so der Kredit für die Leute, deswegen heißt es ja auch Credits. Quasi so die Anerkennung für die Leute, die sich da wirklich Mühe gegeben haben, ihr Bestes gegeben haben, um dieses Spiel zu machen. Vorbei ist es noch nicht, das Spiel. Ihr könnt natürlich immer noch im freien Modus alles erkunden, alle Missionen nochmal nachspielen. Das werde ich aber nicht aufnehmen. Ich glaube auch nicht, dass ich es machen werde. Einfach nur aus Zeitgründen. Aber euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und es dreht sich das Shield-Logo. Ich will wissen, was jetzt noch passiert. Oh, Lady Liberty wird wieder aufgebaut. Oh, danke, alles dass ihr unseren glücklich. Notruf angenommen habt, aber die Avengers und ihre Verbündeten haben soeben Galactus besiegt. Deswegen sind wir nicht hier. Es gibt da noch etwas. Die Guardians of the Galaxy. Gut. Nett. Schön. Was zur Hölle? Mr. Tiddles, da bist du ja, mein mutiger Kamerad. What?
Die Einwohner von Wakanda danken dir. Nein, es war nicht Batman, den wir gerade gesehen haben. Ja, die Guardians of the Galaxy sind zurzeit noch im Kino. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ich muss so viel nachholen, Leute. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Vielleicht kommt ja auch noch ein Spiel dazu raus. Von Lego. Ein Lego Guardians of the Galaxy. Wäre bestimmt super. Ich kenne ein paar Comics von denen. Aber den Film gesehen habe ich noch nicht. Soll aber auf jeden Fall sehenswert sein. Ja. Der Roger Robinson, der Richard Walker, Elliot Whittaker, Mann oder Frau, man weiß es nicht. Character Artist, Lil Crofts, bla bla, ich werde euch das nicht vorlesen, ich bin nämlich bekloppt, ey. Along to the Merry Marvel Marching Society. Stan Lee ist auch nochmal zu Wort gekommen. Pauly! Sound Designer, Additional Sound Designer, Audio Assistant, Additional Audio Support, IT. Und ihr Special Thanks, mein Special Thanks geht wie gesagt an euch, dass ihr dieses Spiel mit mir gespielt habt, beziehungsweise mir zugeschaut habt. Wahrscheinlich euren Rechner angebrüllt habt, wenn ich auf dem Schlauch gestanden habe, wie so oft. Ja, passiert, meine Güte. Ging ja mal jedem so, ne? Wollen wir ja auch mal ehrlich sein. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die Tester des Spiels. Quality Assurance Testers. Localization Manager Graham Stark. Auch ein Stark. Ein entfernter Verwandter von Tony Stark. Ben Smith, Sam Smith, Toby Smith. Die sind bestimmt auch verwandt. The Lego Group. Lego, das Wort kommt übrigens aus dem Dänischen und heißt so viel wie Spielgut. Legot oder so. So ein Wortspiel. Für diejenigen, die es interessiert und die immer noch da sind. Seid ihr immer noch da? Ist da noch jemand da? Hier passiert nichts mehr. Gar nichts mehr. Überhaupt absolut nichts mehr wird hier passieren. Schaltet einfach weg. Mm-mm. Ganz ehrlich, wer schaut sich so einen Abspann überhaupt an? Keiner, oder? Ihr klickt doch alle weg.
Bist du noch da? Schade. Hey, ich will hier ein bisschen meine Ruhe haben. Kannst du mich nicht mal in Ruhe lassen? Musst du mir überall hin folgen? So wie diese Endlosschleife über Bernd das Brot. Ich bin gar nicht hier. Du bist ja immer noch da. Mist. 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 Passiert echt nichts mehr. Ihr könnt ruhig wegschalten. Ich bin euch nicht böse. Kein bisschen. Warner Bros. Keiner da war auch dran gesessen. Sales Manager und Product Manager. Imagination Abu Dhabi. Viele Grüße an Laura Bailey und an Troy Baker. Es wird gar nichts mehr passieren hier. Du hast dich da voll gekleckert. Nicht so cool. Immer noch da, ganz ehrlich. Hast du nichts zu tun in deinem Leben? Mann, 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 Mann. Du bist ja schlimmer als ich. Oh, Apple. Wir sind gerade bei Apple. Ist das? Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja, und das war's jetzt wirklich von mir und den Lego Marvel Avengers. Und wir sehen uns im nächsten Projekt und beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!